Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Tiroler Weißenbachtal. So, ich habe mir ein bisschen noch rumgetütert, ne? Das gefiel mir alles noch nicht so. Haben noch ein bisschen Geld aufgenommen und hier und da. Wir spielen mit Göwal. Ich habe mir einen anderen Schlepper gekauft. Ich habe den Steier und den anderen Schlepper weggetan. Wir haben jetzt 1,724 und der andere Schlepper steht nur am Hof. Aber so ein bisschen Leistung, ne? Ja, brauchst du hier auch schon. Wie gesagt, ich möchte hier mit Göwald spielen, weil ich das für Silage machen irgendwie angenehmer finde. Und wieso auch den Lindtrag besser einsetzen können. Wo die Göwald jetzt an den Hof hinkommt, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich habe jetzt auch noch weiter gar nichts gemäht. Weil ich mir insgeheim jetzt erstmal überlegt habe, ja, wie möchtest du dieses Let's Play überhaupt gestalten? So, wir werden hier auf jeden Fall mit Göwald spielen. Mir hat der liebe Zuschauer, sorry, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, nur gesagt, da müssen noch Trigger in den Dings verbaut werden. Nee, ich möchte, wenn es geht, eigentlich mit dem Heukran so ein bisschen da auch drin rumtüdeln, dass wir das umschichten. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hat mich noch jemand angeschrieben. Sorry, ich habe den Namen auch vergessen. War gestern Abend. Svenny, hast du nicht Lust, mit mir hier ein Let's Play zu machen? Ich bin da echt noch am Überlegen. Der kommt aus Tirol. Wäre natürlich eine feine Sache, aber manchmal ist das bei mir auch echt ein Zeitproblem. Also, tut mir leid, ich muss mir dann noch ein bisschen überlegen. Weil ich das auch zeittechnisch alles so ein bisschen eintüten muss. Ne? Das ist auch nicht böse gemeint oder so, aber manchmal ist es auch echt eine Frage der Zeit. Sagen wir leider, wie es ist. Ne? Ich lass mir das noch durch den Kopf gehen. Aber das ist hier oben auch gespeichert, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe den Namen vergessen, es tut mir so was von leid. Ey. Im Moment habe ich leider auch einen Kopf wie ein Sieb. Das ist bei mir manchmal so. Manchmal nicht. Eigentlich ist das gar nicht bei mir. Im Moment ist das leider so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So lange Rede, gar keinen Sinn. Dead Moment muss jetzt zum Hof. Und dann müssen wir uns irgendwie morgen Platz dafür nachher suchen. Weil, mit diesem... Ach, wir haben ja nicht mal eine Handbremse. Mit diesem, dass du, wie heißt es da, die Ballen machst, das ist ja schön und gut, aber irgendwie klappt das nicht. XML habe ich auch noch nicht nachgeguckt, ich bin ganz ehrlich. Bin ich auch noch nicht zugekommen wegen Mais Plus. Bin ich im Moment noch nicht so wirklich vorangekommen, ne? Ja. Zeit ist echt im Moment ein Faktor, der oft fehlt. Weil Motte ist ja auch hier oben und dies und das und. Du musst dies noch unter den Hut bringen, das noch unter den Hut bringen und das ist im Moment ist Katastrophe, sagen wir jetzt einfach so. So, wir wollen mal gucken, dass wir die jetzt hier irgendwo hingestellt kriegen. Ja, hast du dir gedacht, ne? Wie willst du denn hier drehen? Svenny. Du bist ja auch manchmal so ein Bierenpflücker. Und dann holen wir jetzt den anderen aus dem Tal, wir müssen ja auch mähen. Die Presse muss auch noch wieder von der Fläche. Deswegen Leistung, ne? Kann man die erstmal hier zu nur an der Seite hinschmeißen, ne? Müssen wir da eigentlich hoch? Wisst ihr das? Das ist auch gar nicht, sonst lassen wir die erstmal hier im Weg stehen. Nee, hier müssen wir bestimmt auch noch lang fahren, du. Serpentinos. Hier, das gehört uns doch auch alle, oder ne? Lass uns mal eben gucken. Schalten Sie den Computer nicht aus, Sie identifizieren gespeichert. Danke dafür. Das gehört uns doch bestimmt auch noch. Ja, guck, das gehört uns auch alles noch. Ja. Dann würde ich sagen. Bei euch läuft, ne? Gut. Ich muss hier echt einen Plan entwickeln, ey. Das ist gar nicht so einfach. Das alles unter einen Deckel zu kriegen gerade. Lassen wir die Göwale erstmal jetzt hier stehen. Weil sicher ist sicher.
holen eben die Presse von der Fläche, wenn wir die Tür zugemacht haben, räumen hier mal so ein bisschen auf. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen und nicht den Sitz, aber den können wir auch mal hochklappen. Stört ja, wenn er aussteigt. Ne, dann lass den lieber offen. Dass wir das auch mal erledigt haben. Dann müssen wir nämlich mähen. Mähwerk habe ich da aus Versehen in der Wiese einfach fallen lassen. War nicht so günstig, ne? Wir könnten die Presse verkaufen, aber für Notfälle lassen wir sie erst noch da, ne? Sicher ist sicher. Ich habe auch noch nicht mal einen Kalkstreuer oder so mir zugelegt. Muss ich auch noch. Ja, da muss ich jetzt einen Mod mit reinnehmen, ne? Abflug. Dann bringen wir die auch eben zu den Hof. Dann ist das auch schon mal safe, ne? Können wir vielleicht da hinten unterstellen. Ja, so haben wir aber auch jetzt ein bisschen Leistung am Berg. Ich finde, die Schlepper sind gut gemacht. Die passen, glaube ich, hier mit ins Let's Play. Deswegen fand ich das schon eine feine Sache. Klar kann man jetzt sagen, der 724 Svenny, bisschen fett. Ja, macht sein, ne? Aber dadurch, dass wir die Göwal haben, wie gesagt, brauchen wir auch mal so ein bisschen was, ne? Würde ich mal behaupten. Oh Mann, ne? Geht doch ein bisschen breite Reifen immer, ne? Passt kaum hier rein. Oder ist oben angehängt. Wo hängt der denn? Achso, alles klar. Passt. Nicht, aber egal. So, stellen wir den eben an die Seite. Weil den brauchen wir gerade. Motormehl müssten wir demnächst auch nochmal da dran, ne? Aber das geht erst. Kommt jetzt so lange hier hin. Das läuft. Läuft. Haben wir schon mal geschafft. Schon mal ein bisschen heute was geschafft. So, das haben wir, das haben wir. Du bleibst hier, ne? Wie gesagt, ich möchte das ganz gerne so ein bisschen umschichten, damit wir auch den Heukran nutzen. So war meine Denk- oder ist meine Denkensweise. Dann würde ich sagen, eben Abflug. Hätten wir auch da bleiben können, ne? Zum Händler. Ich habe mich noch für einen 500er finden. Du hast kein Interactive Control? Nein? Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast so Interactive Control, oder nicht? R. Configuration. Nee, du hast kein Interactive Control. Dann habe ich wahrscheinlich den falschen aktiviert, wa? Ist jetzt egal. Kommen wir auch so mit klar. Wie heißt es? 516? Das wird zu unserem Mähschlepper und zum Wenden und dies und das, so, wo man so ein bisschen kleiner fahren kann, ne? Das ist halt das Moped, was wir dann jetzt so nutzen. Zum Mähen. Richtig, aber wir müssen jetzt eben erst die letzten Ballen eben wickeln. Und Mischwagen fehlt auch noch, ne? Und dann wäre hier nicht uncool. Können wir da auch zur Not irgendwann mal in der Göwal so Ballen machen, ne? Mischration, dass wir uns irgendwann mal so ein Futtermischmoped mieten. Und dann einfach Mischrationsballen machen. Die können wir ja oben auf dem Boden lagern. Soll ja wohl laufen, oder? Ja, so könnten wir das machen.
Das klingt einigermaßen nach einem Plan. Ja, wie gesagt, ich finde, die Göwald passt einfach in dieses Projekt. Ja. Bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen habe ich sie wieder mit reingenommen. Man macht sich ja ab und zu mal Gedanken. So würde ich das ganz gerne machen. Wie gesagt, ich überlege mir das noch, dass wir hier ein Let's Play im Multiplayer wahrscheinlich drauf machen. Mit einem Tiroler. Bin ich eigentlich nicht abgeneigt gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde noch was lernen, wenn er hier aus der Gegend kommt. Von daher sehe ich da eigentlich nichts gegen sprechen. Das Problem ist nur die Zeit. Wann machst du das, wann machst du dies? Ansonsten bin ich gerne bereit. Er soll mich einfach mal in Discord anschreiben. Er weiß ja, wer gemeint ist. Und dann schnacken wir oder reden wir da mal eine Runde drüber. Wegen zeittechnisch und so. Und dann können wir das in Angriff nehmen, wenn das passt. Richtig? Richtig. Das hast du sehr gut hingekriegt. Meine Fresse, Svenny. Schick, oder? Bringen wir die auch eben fix zum Hof. Wie gesagt, empfehle uns jetzt nur noch eine Kalkbude, ne? Und einen Düngerstreuer. Ja, den muss ich einen mit reinnehmen. Muss ich gleich mal gucken. Wäre schön, wenn er Kalk und Dünger kann. Weil so viel Gülle haben wir noch gar nicht, dass wir hier mit Gülle düngen können. Richtig? Richtig. So, ich habe die letzte da auch einfach eben von Stall hingelegt. Muss ich gleich mal in Ruhe wegräumen. Ich habe die auch jetzt erst hier hingelegt. Wie gesagt. Erstmal hier alles so ein bisschen an Toch kommen. Nach und nach. Ins Let's Play reinfinden. Und dann läuft das auch alles. War ein bisschen viel mit Safe Game hier. Und Korn da. Und aufpassen hier. Und gucken da. Ne? Kennt ihr ja selber. Wenn du aus Versehen den falschen Heuk reingenommen hast. Hast du natürlich alles umsonst gemerkt. War ja auch dann schickifeini. Aber das ging ja zum Glück nicht nur mir so. Richtig? Richtig. Aber ich finde, diese Korte ist es einfach wert, gespielt zu werden. Jetzt kriege ich die Balle nicht, oder was? Weil es hier einfach schön ist. Sagen wir, wie es ist. Und dann Mehrweg passt hier gut an dem 516 dran, ne? Top-Kombi. Also von daher bin ich jetzt zufrieden. Ganz ehrlich. Ballenauflöser haben wir, ne? Wenn nicht, fahren wir da eben im Mischwagen einfach dran. Wie gesagt, mieten wir uns ein. Und dann machen wir hier so ein bisschen Mischration im Ballen. Das ist ja auch mal was Cooles. Die stellen wir eben hier hin. Den stellen wir da eben rein. Und dann fangen wir an zu mähen. Das wird sich ja doch ein bisschen hinziehen. So, das haben wir, das haben wir. Motormäher haben wir. Ja, wie gesagt, fehlt eigentlich nur noch ein Düngerstreuer, ne? Ansonsten haben wir jetzt wirklich alles. Was das Herz so begehren muss und so. Ja, perfekto. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.